Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir mit der Schwarzflosse, hieß sie, glaube ich, gesprochen hier rechts. Schwarzflosse, genau. Und in dieser Folge möchten wir jetzt mit Evelie weiter besprechen, wie wir nun weiter vorgehen sollen in Sachen Ambitionen. Sag den Ambitionen, dass keine Armee von irren Kultisten sie opfern wird, solange wir noch da sind. Aber versucht sie vielleicht lieber nicht allzu sehr zu beunruhigen. Was schwierig sein könnte. Wenn ich unsere Verbündeten um Hilfe gebeten habe, treffe ich mich mit Sombren und den Zwillingen, um sie zur Feste Rotmähne zu eskortieren. Ihr erwähntet einen Aufruf an die Verbündeten. Bei jedem mit einer Armee, um uns zu helfen. Geht nach Leyavin. Ich bin mir sicher, Hauptmann Rian schickt gern die Elfenbeinbrigade, um euch unter die Arme zu greifen. Abgesehen davon, denkt einfach an alle, denen ihr hier in Dunkelforst geholfen habt. Hat jemand Soldaten, der sie vielleicht entbehren kann? Ehrlich gesagt kenne ich sonst niemanden, der noch helfen wollen würde. Das ist vielleicht nicht ganz richtig. Ich hoffe ja immer noch auf eine bestimmte Hilfe, aber ich weiß es nicht. Also ich habe diese Story nur einmal durchgespielt und es ist schon lange her, deswegen... Ja. Wenn das der Fall ist, alarmiert einfach Hauptmann Rian, nachdem ihr mit den Ambitionen gesprochen habt. Dann reist umgehend zur Feste Rotmähne. Doch wenn ihr die Zeit habt, dann helft ein paar Leuten. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Im Gegenzug für eine gute Tat schließt sich uns vielleicht jemand an. Ich spreche mit den Ambitionen. Danach bitte ich Hauptmann Rian, sich uns an der Feste Rotmähne anzuschließen. Sagt Sombren und den Zwillingen, ich werde bald zu ihnen stoßen. Ich muss noch ein paar Einzelheiten mit der Gouverneurin klären. Geht danach zu Hauptmann Rian und trefft mich an der Feste Rotmähne. Doch braucht nicht zu lange. Es wäre mir lieber, wenn ihr dort wärt, wenn der Kult angreift. Danke, Evelie, dass du mir jetzt schon dreimal gesagt hast, dass ich zu Rian gehen soll. Die Ambitionen waren erschüttert von dem, was wir in den Totenländern erfahren haben. Ihr seid in die Totenländer gereist? Und habt die Ambitionen mitgenommen? Was habt ihr euch denn gedacht? Sombren kannte jemanden, der ihnen helfen konnte, ihre Macht zu beherrschen. Doch diese Person hat versucht, uns zu ermorden. Was hattet ihr denn gedacht, was in den Totenländern geschehen würde? Dort verwahrt doch Merunes Dagon seinen ganzen Kram. Nun, wenigstens sind alle zurückgekehrt. Nun müssen wir sie nur vor Vandasia und dem Orden der Erwachenden Flamme bewahren. Ja, nichts leichter als das, ne? So, erstmal mit den Ambitionen sprechen. Das war einmal hier geradeaus durch. Ich glaube, ich bin immer rechts rumgelaufen. Das war kürzer, genau. Die erwachende Flamme trommelt eine Armee zusammen. Marschiert. Das will ich nicht hoffen, aber das wird so sein. Sombren. Wir sind wieder in Gefahr, oder? Es scheint mir, als hätte jeder Schwarzflossenlegionär heute alle Hände voll zu tun. Soll ich raten? Vandasia ist noch nicht fertig mit uns. Evelie wird bald hier sein, um euch zur Feste Rotmähne zu geleiten. Wir können euch dort besser schützen. Ich kenne den Ort. Das ist eine alte kaiserliche Garnison, oder? Ich kam auf meinen Reisen dort vorbei, nachdem Varens Streitmacht mich aus meinem Gewölbe befreit hatte. Eine Feste ist auf jeden Fall besser zu verteidigen als Gideon. Ich verstehe die Logik. Aber kommt ihr nicht mit uns? Ich werde euch dort treffen. Erst werde ich noch versuchen, zusätzliche Verbündete zu finden, um die Feste zu verteidigen. Ich schwöre, die Zwillinge in eurer Abwesenheit zu verteidigen. Ich habe Xynas Worten vertraut und das hätte Kalia und Destron fast das Leben gekostet. Ich würde lieber sterben, als sie wieder in Gefahr zu bringen. Und das glaube ich ihm sogar. Was ist mit euch beiden? Wir gehen schon wieder an einen anderen Ort? Ich hatte kaum Zeit, die Welt außerhalb unseres Gewölbes zu erleben und jetzt... Nun, vielleicht bekomme ich gar keine weitere Gelegenheit dazu. Ich werde mit Evelie und Sombren gehen. Wenigstens kann ich mir so die Landschaft ansehen. Oder? Habe ich das richtig gehört? Wir gehen in eine Feste? Warum habe ich nur das Gefühl, dass diese Sache nicht gut enden wird? Jetzt seid mal nicht immer alle so negativ hier. Ich werde jetzt nach Verbündeten suchen. So, Scheiterhaufen der Ambitionen. Ja, das ist ja eine richtig tolle, das ist ja ein richtig toller Name hier für diese Quest.
Okay, wir reisen erstmal hier zurück nach Leavin. Beziehungsweise, ja doch, Leavin ist es. Und dann sehen wir uns gleich dort wieder. So, und als ich schon fast draußen war, habe ich dann gemerkt, ich kann ja auch mit dem Wegschrein reisen. Söldnerin, habt ihr Neuigkeiten? Gouverneurin Keshu hat die Ambitionen zur Feste Rotmähne geschickt, aber wir brauchen Hilfe, um sie gegen den Kult zu verteidigen. Das erklärt die Berichte, die ich von meinen Spähern bekommen habe. Wachsende und offenere Umtriebe der erwachenden Flamme im Umland von Gideon. Ich vermute, Vandasia weiß, dass die Ambitionen dort sind. Wir glauben schon. Keshu will nicht in der Stadt gegen den Kult kämpfen. Gouverneurin Keshu ist weise. Gideon ist nicht so leicht zu verteidigen wie Leavin. Eine Schlacht innerhalb der Stadtgrenzen würde ungeheuren Schaden anrichten und zahllose Todesopfer unter den gemeinen Leuten fordern. Wohlan, denn Söldnerin. Die Elfenbeinbrigade wird an der Seite der Schwarzflossenlegion stehen. Vielen Dank, Captain. Aber jetzt mal eine allgemeine Frage. Vielleicht könnt ihr mir die ja beantworten. Wieso sagt man immer die gemeinen Leute? Ich meine, sind die irgendwie gemein zu einem gewesen? Ich werde die Elfenbeinbrigade hier in Leavin versammeln. Und wir treffen euch an der Feste Rotmähne. Wir werden Vandasia und seine Kultisten aufhalten. Das müssen wir. Was habt ihr sonst noch von euren Speeren über den Orden der erwachenden Flamme gehört? Die Kultisten scheinen aus Leavin abzuziehen. Ich glaube nicht, dass die Legaten in unmittelbarer Gefahr schweben. Doch sie versuchen auch nicht mehr, ihre Identität allzu sehr zu verschleiern. Sie sammeln sich in großer Zahl und bauen eine Belagerungslinie um Gideon auf. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Wir sollen mit Evely sprechen. Die Frage ist, wo ist Evely? Ist sie schon am Zielort? Ich denke, oder? Ja, genau. Hier oben dürfte die Feste sein, genau. Dann werde ich mir mal eben schnell einen Wegschrein besorgen. Schau mal eben am besten darum. Und dann treffen wir uns gleich bei Evely wieder. Bis gleich. Ja. So, Evely, wo bist du? Wahrscheinlich ja drin, ne? Da ist sie. Man spielt die Truppen, die man auf die Hand kriegt, oder? Oder lässt man die Truppen tanzen? Ich bin schrecklich mit Metaphern. Eine gute Feste im Rücken, tapfere Soldaten an unserer Seite. Jetzt warten wir darauf, dass Vandasia und seine Kultisten auftauchen. Seid ihr euch sicher, dass ihr für all dies bereit seid, Evely? Ehrlich gestanden bin ich nervös wie das letzte Blatt am Baum im Herbst. Ich bin eher die Sorte von Abenteurerin, die Wälder durchstreift, jemandem Pfeile in den Rücken schießt und wieder zwischen den Bäumen verschwindet. Aber ein richtiger Krieg? Das ist nicht mein Stil. Jetzt kann man sich entscheiden, vor allen Dingen die Antworten. Ihr habt an der Frostbruchfestung gut gekämpft. Hört sich ja noch gar nicht so negativ an. Aber dann der Satz, ich kann euch nur versprechen, dass ich an eurer Seite kämpfen werde. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich euch beschütze oder dass ich nicht sterben werde. Es wird schon klappen, Evely. Puh, ich meine, das wusste ich. Es fühlt sich nur besser an, es auch einmal zu hören. Wenn Vandasia auftaucht, treten wir seinen Arsch von hier bis ins Abikäische Meer. Jetzt solltet ihr mit Gouverneurin Keshu sprechen und herausfinden, wo sie meint, dass wir am meisten bewirken können. Okay, mache ich, aber ich habe hier im Hintergrund noch was gesehen, und zwar die Geschichte von Fest Rotmähne, erzählt von einem Legionär. Könnt ihr wie immer gerne durchlesen. Ich klicke das hier mal kurz durch. So, dann suchen wir jetzt die Gouverneurin. Da. Wie ein heraufziehender Sturm nähert sich Vandasias Streitmacht. Zeit, unsere Plätze einzunehmen. Ich werde die äußere Verteidigung befehligen. Hauptmann Rian und seine Brigadisten schützen das Tor. Wir werden unser Bestes geben, um die Kultisten daran zu hindern, an uns vorbei in die Feste zu gelangen. Wo soll ich für euch hin? Ich will euch in der Feste haben, beim Wachhaus. Dort werden wir die Ambitionen zur Sicherheit platzieren. Es wird euch obliegen, alle Kultisten zu erledigen, die an uns vorbeikommen, bis ich Soldaten schicken kann, um euch zu entlasten. Und denkt daran, dass sie Portalmagie haben.
Das macht mir die größten Sorgen, ehrlich gesagt. Meint ihr, wir müssen die Tore verteidigen? Sollten wir uns nicht einfach auf Portale hier drin vorbereiten? Ich erwarte einen Doppelangriff. Der Großteil von Vandasias Streitmacht wird das Tor angreifen. Eine kleinere Gruppe mit Portalen nach drinnen gelangen. Portalmagie ist kompliziert. Sie werden so nicht ihre ganze Armee verlegen können. Daher müssen wir uns in alle Richtungen verteidigen. Außerdem werden die auch schön doof, wenn man die überall sieht, dass die Gideon belagern und so weiter und sich darauf vorbereiten und das nicht als Ablenkung dienen soll, ne? Brigadisten, auf eure Posten! Der Feind könnte jederzeit eintreffen! Evely, bringt die Ambitionen zum Wachhaus! Schwarzflossenlegion, zu mir! Dann geht's jetzt los. Wenn der Plot gut geschrieben ist, dann können wir vielleicht noch eine Überraschung erleben, aber ich weiß es halt nicht. Wurden Vandasias Truppen gesichtet, Hauptmann Rian? Ich habe gerade erfahren, dass die erwachende Flamme eingetroffen ist. Und sie hat Portalmagier in ihren Reihen. Evely, bringt die Ambitionen ins Wachhaus. Ich werde sie beschützen. Bleibt hier und verteidigt den Innenhof. Welche Ambitionen? Hier sind keine. Okay. Oh. Hallo, geht's noch? Könnt ihr mal nicht in mir drin spawnen? Ich war jetzt auf alles vorbereitet, aber nicht darauf, dass die jetzt direkt in mir drin stehen. Also die Portale, noch nicht mal nur die Gegner. Glaube, Takt. Was sie ein bisschen checken. Könntest du den vielleicht mal vom Kämpfer wegziehen? Nein, ich wollte den looten. Hallo, ich hab X gedrückt. Habe gehört, ihr könnt etwas Hilfe gebrauchen. Ich denke, das sind die Legionisten, die. Moment. Nein. Ach nö, jetzt ist es vorbei. Scheiße. Ihr Idioten! Da stand was mit optionale Schritte und dass ich mit irgendjemandem reden soll. Hallöchen. Es gibt noch mehr von diesen Scheusalen auf dem Balkon. Okay. Also wir müssen die loswerden. Wir können also nicht hindurchlaufen und irgendwo hin. Wir müssen die loswerden. Kommt, Jungs, hier ist doch bestimmt noch irgendwo jemand. So nicht, mein Freund, so nicht. Evely? Komm mit. Oder kommen noch mehr? Och, da sind schon wieder Portale. Lacht ihr mich aus, oder was? Angeknackste Eicheln! Ich habe Sombrin und die Zwillinge aus den Augen verloren. Sie sind nach Westen gerannt. Nach Westen, also irgendwo in die Richtung. Okay. Aber wohin? Was ist denn hier passiert? Barrikaden. Hängen die immer so darüber wie so ein Zombie? Los geht's! Ja, los geht's. Du kümmerst dich um den ganzen Kram hier und ich guck, wo die Zwillinge sind. Immer noch keine Spur von den Ambitionen? Verschlungene Wurzeln, was für ein Schlamassel. Evely, ganz ehrlich. Hallo? Erstens, warum stehst du mir jetzt im Weg, während ich den anderen gerade unterbrochen habe? Zweitens, warum muss ich jetzt mit dir reden? Ich hätte durch die Tür retten können. So, ich bin einem Haufen Dädra über den Weg gelaufen. Aber keinen Ambitionen. Sombrin versucht wohl, Vandasias Truppen einen Schritt voraus zu bleiben. Teilen wir uns auf. Ihr seht im inneren Burghof nach. Ich gehe zurück und stelle sicher, dass wir hier drinnen niemanden übersehen haben.
Woher kam denn diese Dedra, gegen die ihr gekämpft habt, als ich dazukam? Portale haben sich um uns herum geöffnet und Dedra sind ohne Warnung daraus hervorgeströmt. Sombren schnappte sich Kalia und Destron. Dann hat er sich einen Weg aus dem Kampf freigesprengt. Als ihr eintraf, taten meine Vettern und ich unser Möglichstes, um ihre Flucht zu decken. Wo wollten die Ambitionen hin? Ich bin mir nicht sicher, aber sie sind nach Westen gelaufen. Der innere Burghof liegt in dieser Richtung. Es würde mich nicht überraschen, wenn Sombren vorhat, in Bewegung zu bleiben. Vandasia dürfte Schwierigkeiten haben, die Ambitionen zu finden, wenn sie sich nirgendwo länger aufhalten. Und dasselbe gilt für uns. Das ist ungünstig. Ja, das, irgendwie schon. Achso, ihr seid die Guten. Sagt das doch. Hier seid drüben, Söldnerin! Vandasias Truppen! Sie sind überall! Sombren, ich spüre noch mehr von ihnen. Sie kommen! Ihr alle! Unter den Schild! Also, darf ich die jetzt nicht angreifen, oder? Basti, du bist so blöd. Doch, jetzt darf ich sie angreifen, okay. Keine Ahnung, warum der jetzt eben keinen Schaden genommen hat. Zeit zum Gehen! Bleib dicht bei mir! Ich schätze, die beiden haben wohl die aktiven Fähigkeiten und er die passive Fähigkeit. Also er hat so diesen Schutz und sie tatsächlich den Angriff. Da kommen noch mehr! Ihr alle! Unter den Schild! Schon wieder nicht besiegbar. Wieso kann man die nicht angreifen? Jetzt. Können wir vielleicht erstmal auch alle erledigen, bevor du das sagst, Basti? Bleibt in Bewegung! Los! Sombren, ihr zögert das Unausweichliche nur heraus. Ihr Monster! Euretwegen sind unsere Eltern tot! Sie wurden von Berones Dagon auserwählt und weit jenseits ihres Standes belohnt. Ich werde euch töten, Vandasia! Wen soll ich zuerst opfern? Vielleicht die Lass Schwester? Lasst Kalia in Ruhe, ihr Bastard! Destron! Ihr seid eine Ambition. Lasst mich euch helfen, euren Daseinszweck zu erfüllen. Destron! Nein! Nein! Fürst Dagon, ich gebe euch die Macht dieser Ambition zurück. Verschmelzt die Ebenen und wandelt unter uns. Der Himmel! Und Merunes Dagon! Wie kann er hier sein? Das sind meine Gegner. Wie leicht ich sie zerschmettern werde. In die Burg! Schnell! Die Welten verschmelzen, Sombren. Es gibt kein Entrinnen. Wenn ihr es leid seid zu fliehen, dann warte ich. Ja, ich würde sagen, einfach mal rein ins Getümmel. Kommt her. Lasst uns in Ruhe! Oder auch nicht. Hallo? Kalia, ihr dürft eure Macht nicht so entfesseln. Ihr könntet die Kontrolle verlieren. Was spielt es für eine Rolle? Ihr habt gesehen, was er Destron angetan hat. Er wird uns das Gleiche antun. Gebrochene Äste, was ist hier geschehen? Vandasia hat Destron geopfert. Und des Merunes Dagon ermöglicht, uns in seine Ebene zu verschleppen. Eveli, ich brauche das Buch, das ihr bei euch führt. Ihr wisst davon? Es ist ein Teil von Dagon, genau wie Kalia und ich. Ich spürte es, als ich euch traf. Ah! Ich glaube, ich kann Vandasia damit schwächen und seine Chance im Kampf gegen ihn verschaffen. In Ordnung. Was werdet ihr damit machen? Den Kampf zu Vandasia im Innenhof tragen. Damit wird er nicht rechnen. Bis dahin brauche ich Zeit, um mich vorzubereiten.
Wir kämpfen gegen einen dädrischen Priester? Wie? Beschäftigt ihn einfach. Mit Hilfe dieses Buchs kümmere ich mich dann um den Rest. Alles klar, wir müssen Sombren etwas Zeit erkaufen. Auf in den Innenhof! Ja, aber ich habe ihn gesehen. Eldrams, er hat sich hier einfach eingeschlichen. Lass mich kurz mit ihm reden. Scheiße, ich kann nicht mit ihm reden. Ich will aber mit Eldrams reden, ihr Schweine. Ich fasse es nicht, dass wir Destron verloren haben. Ich hätte da sein sollen. Vielleicht hätten wir ihn zusammen retten können. Vandassia lockte Destron aus seiner Deckung, indem er Kalia bedrohte. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Ja. Ich hätte wohl das Gleiche getan, wenn jemand meinen Bruder bedroht hätte. Habt ihr den Himmel draußen gesehen? Eine Ambition hat Vandassia genug Kraft verliehen, um die ganze Feste mit den Totenländern zu verschmelzen. Wozu wäre er wohl imstande, wenn er noch eine oder gar zwei Ambitionen mehr hätte? Sombren meint, er kann euer Buch verwenden, um uns dabei zu helfen, Vandassia zu besiegen. Genau. Sollte es uns Sorgen machen, dass er das Buch lesen kann? Während es nur Kauderwelsch für mich war? Vielleicht war der einzige Grund, warum ich es gefunden und die ganze Zeit dabei hatte, der, dass ich es jetzt Sombren geben konnte. Vielleicht soll er damit Dagon aufhalten. Ich hoffe, dass das stimmt. Ja, das hoffe ich auch, aber ich gehe mal stark davon aus. Und nein, du sollst dir keine Sorgen machen, Evely, weil es hieß ja, er ist aus einem Teil der Totenländer geformt oder so ähnlich. Und ich denke mal, das ist dann auch das Geheimnis, weshalb er es lesen kann. Ich kann es nicht fassen. Er hat meinen Bruder getötet. Er hat Destron ermordet. Hör zu, opfert mich. Lasst Sombren meine Energie aufnehmen. Dann könnt ihr Vandassia töten und die Feste retten. Im Fall eures Todes würde eure Energie einfach zu Merunes Dagon zurückkehren. Das können wir nicht zulassen. Aber mein Bruder und meine Eltern. Vandassia muss für all das büßen. Ihr hättet uns beschützen sollen. Ihr hättet Destron retten sollen. Vandassia hat mich überrascht. Er war zu mächtig. Deshalb müssen wir Sombren die Zeit geben, das Buch einzusetzen. Dann lasst mich euch helfen! Sombren hat mich zurückgehalten. Es kümmert mich nicht, ob ich die Beherrschung verliere, wenn ich nur Vandassia mit in den Tod reiße. Sucht ihn. Beschäftigt ihn. Ich sorge dafür, dass er für Destron bezahlt. Ich werde Vandassia finden und euch und Sombren die Zeit geben, die ihr braucht. Destrons Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Mit diesem Buch glaube ich, dass ich uns helfen kann, Vandassia zu vernichten und die Ebenen wieder zu trennen. Ihr meintet schon, als wir euch fanden, hättet ihr gewusst, dass Evely dieses Buch hat. Wie? Ich kann nicht erklären, wie es ist, eine Ambition zu sein. Ich weiß es selbst nicht wirklich. Doch ich kann Dinge spüren, die mir ähneln. Die ebenso von Dagon befleckt wurden wie ich. Dieses Buch stinkt geradezu danach. Ich glaube, es ist das Mysterium Xarxes. Die Dremora, die uns geholfen hat. Lyrant, so nannte sie es. Xynas Kontrakte erwähnten es. Die darin beschriebenen Riten haben es Vandassia erlaubt, uns mit einem Teil von Dagons Energie zu erfüllen. Ich glaube, dass er sich dabei selbst etwas davon aneignete und deshalb so mächtig ist. Ich will versuchen, ihm diese Energie wieder zu entreißen. Wird uns das helfen, ihn zu besiegen und die Feste Rotmähne nach Dunkelforst zurückzubringen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir Dunkelforst überhaupt verlassen haben. Die zwei Reiche sind einfach um die Feste herum verschmolzen. Wir könnten in Nirn sein. Oder in den Totenländern. Oder irgendwo dazwischen. Wenn ich Vandassia schwächen kann und ihr ihn vernichtet, könnte dies die Verbindung trennen und uns befreien. Dann tut, was ihr könnt, Sombren. Wir werden bereit sein. Ich jetzt endlich mit ihm sprechen? Nein! Warum nicht? Er schleicht sich einfach so mit uns hier rein und wir wissen alle gar nicht, warum er gekommen ist. Also warum? Das weiß ich irgendwie schon. Jetzt kann ich auch nicht mit ihm sprechen. Oh Mann, ich will mit Eldrams sprechen. Na gut. Ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin so aufgeregt und dann... Die seine Festung? Der
Stein zerbröselt allein durch meine Gegenwart. Danke. Bewegung. Es gibt hier immer noch Kultistenblut zu vergießen. Okay, okay. Ja! Warum greift er die nicht an? Warum steht er hier nur rum? Hab ich mich gerade erschrocken? Erbärmlich. Sind das Pfeile oder Flohbisse? Alter, geht's noch? Keiner in der Nähe, aber Hauptsache irgendwas schleudert hier auf mich drauf. Lauft, kleine Mahan. Flieht vor dem Gott der Zerstörung. Glaube, tag dir. Also fliehe ich nicht, ich komme zu dir. Feiges Aas. Er zittert vor mir, während eure Ebene zu meiner wird. Hallo? Hallo? Hier ist doch keiner mehr. Die Macht des Fürsten von Feuer und Flut strömt durch mich. Ihr könnt nicht aufhalten, was geschieht. Seid bereit, Kalia! Wie ich es euch gezeigt habe! Ihr werdet büßen, Vandasia! Söldnerin, helft mir, ihm seine Macht zu entziehen! Okay. Ich wollte nur erst nur ein Süppchen essen. Benutzt den Zorn der Ambitionen, aber wie? Wir sind bereit! Sagt Kalia, wenn wir zuschlagen sollen! Wie und auf wen? Also auf ihn, denke ich mal, oder? Dies ist für meinen Bruder! Ihr wagt es? Das Verschmelzen der Ebenen ist ein Kampfvorgang. Ein Fehler könnte beide vernichten. Gut so, Partnerin. Gebt alles, was ihr habt. Das erinnert mich an die Schmiede. Ja, natürlich, du Feigling. Die kommt zurück. Wir werden Vandasia gemeinsam besiegen. Was? Evelie? Komm unter das Schutzschild. Bogenschützen sind bereit. Geht auf sein Ziel. Ja, ich stand im vollen Block, aber kein Thema. Wir können Vandasia seine Macht entziehen. Gebt ja, ich hab schon X gedrückt ein paar Mal. Schicksal ist besiegelt, Ambitionen! Je weiter das dieser Feigling. Desto größer wird auch der Einfluss von Dagon. Die Brigadisten werden helfen! Bringt den Sieg. Ja, ja, ja. Ich kann nicht. Ich habe diese scheiß X hier drin. Damit kann ich gerade gar nichts machen. Gibt uns ein Ziel. Ich kann kein Ziel geben. Ich kann kein X drücken. Kalia wird Vandasia angreifen, wenn ihr das Signal gebt. Dann los. Nicht für Merones Dagon sterben. Ich bin dieses Spiel leid. Ich auch. Also mach. Also das Spiel nicht. Nicht gewachsen. Oh, es ist so klar. So feige. Die Verschmelzung ist fast abgeschlossen. Sterb! Nur über meine Leiche, Kleiner. Ihr habt meinen Hohepriester besiegt, Sterbliche. Das war unerwartet. Und bevor er die Verschmelzung abschließen konnte, ungünstig. Meine Kontrolle über diese Ebene schwindet. Doch euer Schicksal ist unausweichlich.
Schließt euch mir an oder sterbt, Ambitionen. Dafür wurdet ihr erschaffen. Wir haben Vandasia davon abgehalten, die Ebenen zu verschmelzen und den Weg für Merunes Dagon freizumachen. Aber mein Bruder, Destron ist immer noch tot. Ich ließ Destron im Stich. Euch enttäusche ich nicht. Naja, was heißt, er ließ ihn im Stich? Alles klar. Ohne Vandasia oder seinen Meister hat der Kult keine Chance mehr. Zumindest ist unser Himmel wieder zurück. Elam Drahls! Entschuldige, Evelyn, ich muss mal eben mit ihm sprechen. Was? Ich muss hier raus. Das ist okay, mit dir rede ich später. Hier entlang, Kalia. Kommt mit. Könnt ihr jetzt endlich gehen? Ich will mit ihm reden. Offenbar darf ich zu der ohnehin schon beeindruckenden Liste meiner Errungenschaften hinzufügen, dass ich einem dädrischen Fürsten die Stirn geboten habe. Gourmet? Meisterassassine? Begeisterter Wossersattelspieler? Und jetzt das. Ich schätze, ich muss euch dafür danken, mich da reingezogen zu haben. Wossersattelspieler? Das hört sich irgendwie lustig an. Dabei hat er doch gar nichts gemacht. Er hat jetzt einen Typen gekillt. Ja, er war dann. Eben hat er mir nur zugewunken. Er wollte noch nicht mal mit mir reden. Merunes Dagon wird nicht aufhören, die Ambitionen fangen zu wollen. Werdet ihr uns weiterhelfen? Nein. Vandasia hat es hier zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht, aber ich versuche mir nicht anzugewöhnen, Leute ohne Bezahlung umzubringen. Das ist schlecht fürs Geschäft. Ihr tut, was ihr tun müsst. Ich? Ich gehe mir ein gutes Mammutschnitzel mit einer ordentlichen Gemüsebeilage und Hoppla-Käsesoße suchen. Diese Namen. Essen ist euch wichtiger als die Bedrohung durch Merunes Dagon? Hey! Ich habe nie behauptet, ein Held zu sein. Und trotz unseres Erfolgs heute will ich mich nicht regelmäßig dädrischen Bedrohungen stellen. Doch wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Nachdem ich euch bei der Arbeit gesehen habe, bin ich mir sicher, dass wir uns irgendwann wieder bei einem Kontrakt über den Weg laufen werden. Wenn ihr das sagt. Na gut, okay, wir lassen den Gourmet mal in Ruhe. Evelyn, du möchtest doch auch eine Heldin sein. Oder eigentlich bist du ja schon eine Heldin. Ich kann es kaum glauben. Wir haben Vandasia bezwungen, Sombren und Kalia gerettet und Dagon mit eingekniffenem Schwanz in die Flucht geschlagen. Hat er überhaupt einen Schwanz? Egal, wir haben gewonnen. Destron wäre stolz auf seine Schwester. Sie hat die ganze Schlacht über tapfer gekämpft. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Vandasia ohne Sombrens und Kalias Hilfe hätten schlagen können. Ja, ich schätze, Farolupus hatte recht. Wir brauchten dieses seltsame Buch. Ich glaube sogar, es war vorherbestimmt, dass ich es Sombren gebe. Ich konnte kein Wort davon lesen, doch er wirkt die Zauber darin so, als hätte es schon immer ihm gehört. Tja, also ich persönlich bin ja eher der Meinung, dass niemand dieses Buch verwenden sollte. Auf der anderen Seite, Sombres hat sich selbst bewiesen. Vielleicht kann er etwas Gutes mit diesem Buch bewirken und dabei helfen, die vierte Ambition zu finden. Sombren hat sich gut geschlagen, so viel steht fest. Und ehrlich gesagt bin ich froh, das Buch los zu sein. Sombren scheint zu wissen, wie man damit sicher umgeht. Ich glaube, es ist in den richtigen Händen. Und ich für meinen Teil kann getrost auf schlimme Wachträume verzichten. Nun gut, dann soll Sombren das Buch fürs Erste behalten. Hier werden wir allerdings erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.